Was ist euer Lieblingssong von Natascha und warum? Ich finde den neuen Song sehr, sehr cool. Der Hallo, Hallo. Einfach weil man dort so toll kann mitsingen kann und weil er gute Laune gibt. Mein Lieblingssong von Natascha ist «Soi, soi nicht». Was ist euer Lieblingssong von Natascha und warum vielleicht noch? «Niemand weiss» ist mein Lieblingssong von Natascha und warum weiss ich selber nicht. Weil ich glaube, wegen der Melodie. Der Text kann ich jetzt nicht so, aber es ist einfach mein Lieblingssong. Und euer? Meine ist Jenny und ich, weil ich es einfach so cool finde, wie man sich verändert. Die eine macht den Weg, die andere macht den und plötzlich trifft man sich wieder. Ich finde es total gut. Was ist euer Lieblingssong von Natascha und warum? Also das Neue, Hallo. Hallo, hallo, genau. Ja. Hallo, hallo. Was ist euer Lieblingssong von Natascha und warum? Soll ich oder soll ich nicht? Und warum? Weil es einfach, das zeigt so den Zwiespalt von einer Person. Ich finde, der hat sehr viel Tiefgang, der Song. Also ich finde jetzt den Hello, Hello finde ich recht cool, ja. Und ja, ich weiß auch nicht, es ist immer spritzig und gerade die Zeit und ja. Und persönlich bedeutet es mir auch immer viel. Was ist euer Lieblingssong von Natascha und warum? Ah, soll ich nicht, weil ja, ich bin schon manchmal im Leben vor dieser Frage gestanden. Meistens habe ich dann eben gleich das gemacht, was ich vielleicht nicht hätte sollen. Was ist dein Lieblingssong von Natascha? Oder hast du einen Lieblingssong von ihr? Nein, habe ich nicht. Ich finde alle super. Hauptsache Mundart. soll ich nicht. Ja. Das Lied bringt einem natürlich auf die Gedanken, ja, soll ich es nicht, soll ich nicht. Die Frage, oder? Genau wegen dem. Not is not far too kein Moment. Ich singe es halt gerade, ja. Ja. Aber einer von vielen, ich kenne Natascha natürlich seit ganz vielen Jahren und ich habe ihre Lieder immer sehr gerne gehabt. Sie war wirklich, glaube ich, auch die erste Frau, die wirklich mit Mundart Rock erfolgreich war. Und, ich freue mich riesig auf das Konzert, ja. Soll ich nicht? Also ganz ehrlich, noch von früher halt, der Song, wie heisst er jetzt schon wieder? Jetzt muss ich gerade überlegen, soll ich oder soll ich nicht? Genau, sorry. Also der Liebling überhaupt ist natürlich Natascha. Der Song ist mir eigentlich gleich, weil sie bringt, was sie in ihrem Wesen uns allen kann offerieren, in allen Varianten. Und das ist das Beste, was es gibt. Also ich kenne Natascha schon sehr lange von ihren Songs her, habe sie noch nie live gesehen. Sie ist außerordentlich authentisch und sie war für mich natürlich die Erste, die das propagiert hat. Die Erste, die auch einen Jodel reingebracht hat oder so. Obwohl ich ja Rockmusik gerne habe, hat sie mir immer gut gefallen, weil sie auch gute Texte ja. Ich da, ja, wo wir sie so Fan haben gefanet, sind wir ja noch recht jung gewesen, ja. Ja, so recht jünger, ja, aber... Nein, es ist halt einfach cool, ja. Man ist einfach, ja, Jugenderinnerungen, ja. Und was zieht euch da her? Ja, eigentlich, dass es... Also, sie ist ja schon lange bekannt und macht immer coole Konzerte. Und das Konzert jetzt hier wäre ja schon lange geplant gewesen und jetzt ist Corona vorbei und dann macht es sogar viel mehr Freude, dort hier zu sein. Es ist ja eitel. Sie will immer perfekt aussehen. Es ist aber auch sehr herzlich und man kann mit ihr über alles reden. Es ist eine ganz tolle Frau. Sie, und ich kenne sie vor allem als Botschafterin vom Ronald McDonald Haus in Bern. Könnt ihr etwas zu Natascha sagen? Ja, ich kenne sie nicht sehr gut, aber ich hatte ein spezielles Erlebnis gehabt. Würde jetzt zu weit führen, alles auszuführen, aber es ist etwas kaputt gegangen. Mir oder uns. So eine Statue. Und dann bin ich ziemlich geschockt und betrübt. Und dann ist die Frau gekommen und hat mich gefragt, wie viele Scherben es gegeben hat. Ich habe gesagt, ja, es sind drei Teile. Und dann hat sie gesagt, ah, mach dir keine Sorgen, das bringt Glück. Und dann bin ich ein bisschen erleichtert gewesen und konnte es auch gut flicken, dass man es nicht mehr sieht. Ist gut rausgekommen, die Story. Ja. Genau. Und wenn ihr sie müssen beschreiben in zwei, drei Wörter, Natascha? Offen und authentisch. Müsst ihr Natascha in zwei, drei Sätzen beschreiben? Wie würdet ihr sie beschreiben? Noch sehr jung geblieben für das Alter, das sie hat.
und flippig. Finde sie cool. Der ehrlichste, der direkteste und der verlässlichste Mensch. Natascha ist ein ganz spezieller Vogel, ein spezielles Wesen, ein spezielles Temperament in dieser Berner Szene, wo sich entwickelt hat durch die ganzen Jahre und heute eine Power rausgibt in ihrem Alter, die uns allen beispielhaft entgegenschaut, oder? Und sie ist ein herzhafter Mensch, sie ist ein leidenschaftlicher Mensch, sie ist ein sehr bewohnter Mensch, vom können schaffen mit dem Publikum und dem Publikum sich können, entgegenstellen und ihre Essenzen von sich geben, die uns belebt und die uns fröhlich macht, die uns aufstellt, die Power gibt. Sehr schön gesagt. Merci vielmals, das war es schon. Ich weiss es noch nicht, ich kenne die neue Blase noch nicht wirklich so gut. Darum bin ich sehr gespannt, was kommt heute Abend. Und wenn ihr Natascha in 2-3 Sätzen müsstet beschreiben, wie würdet ihr sie beschreiben? Ah, ganz aufgestellter, positiver Mensch. Ja, coole, ausgeflippte Frau. Genau. Einfach eine, die weiss, was sie will und nie altert und immer gut gelaunt ist. Sie ist mega wandelbar und wirklich, sie kann einerseits wirklich privat ein Nonni sein und gleichzeitig liebevoll auf der Bühne stehen, liebevoll und sehr kreativ. Ja. Cool, lässig. Und eine wunderschöne Frau. Coole, ja. Meine Sonne hat auch schöne Stimme. Sehr angenehme Stimme, genau. Sie sollte eine Märchen-CD machen für die Kinder, weil ich denke, wenn sie vielleicht hat das Geschichtli erzählt, hat meine Tochter besser geschlafen. Oder so. Ich denke, sie ist einfach eine aufgestellte Frau und sie ist eine von Bern und sie ist immer noch da, es gibt sie schon lange und sie hat ein volles Haus, muss gut kommen. Eher zeitlos, alterslos und sehr liebenswürdige Person. Und wenn ihr Natascha in 1-2-3 Sätzen beschreiben müsst, wie würdet ihr sie beschreiben? Sympathisch, fröhlich und eine gute Musikerin. Liebevoll, schön und warmherzig. Wie habt ihr das Konzert gefunden? Es ist mega schön. Und viel Erfolg für Natascha. Ich freue mich sehr, sehr für sie. Und die Stimmung war warm, ist super. Wie hast du das Konzert gefunden von Natascha? Also grandios. Für das, dass jetzt 2 Jahre Corona war, eine lange Pause. Man merkt es einfach, das ist wirklich Profi. Echt Profifrau. Super Stimmung. Super Stimmung ist wirklich abgegangen wie ein Zäpfchen. Das stimmt. Merci vielmals, das war schon. Wie habt ihr das Konzert gefunden? Super. Ja, es war super. Ja, es hat richtig mitgerissen und es war cool, nach 2 Jahren Pause wieder mal so richtig zu flashen. Wie habt ihr das Konzert gefunden? Ja, super, super. Stampf getroffen. Ja, richtig guter Groove. Oder? Es hat vibriert in der Mühle. Oder? Ja, super. Ja. Cool. Hier Mülli, der vibriert es halt. Oder? Und hast 4 Gitarreros. Fantastisch. Richtig gut gewesen. Ja, sehr schön. Ich bin positiv überrascht. Ich bin eigentlich mit der Erwartung gekommen. Sie haben 2 Jahre geschoben. Was kommt. Es ist gekommen. Cool. Tipptopp. Ja. Das stimmt. Merci vielmals.